Herzlich willkommen zu den Verse News am Samstag, dem Format mit dem wöchentlichen Rückblick zu den Neuigkeiten über Star Citizen. Die aktuelle Live-Version ist die Alpha-Version 3.22.1 und das PTU der Alpha 3.23 ist zurzeit in Welle 1, also freigeschaltet für alle Concierge und Subscriber. Bevor es losgeht, gehen wir in die Kategorie kurz und knackig. Die Overdrive-Initiative ist mittlerweile in Welle 5. Hierzu gibt es später im Inside Star Citizen noch ein paar mehr Infos dazu. Welle 5, für alle, die es interessiert, da geht es um ein paar Pakete, die von A nach B getragen werden müssen. Die CitizenCon-Tickets sind da und konnten ab Donnerstag 18 Uhr hier in Deutschland gekauft werden. Die Premium-Tickets waren innerhalb von Sekunden, will ich noch nicht mal sagen, Millisekunden ausverkauft und kosten dieses Jahr stolze 387,35 €. Hallo Julia, das ist wirklich ein stolzer Preis. Ging aber über die Theke wie warme Semmel. Die normalen Tickets, die bekommt ihr für 276,68 €, aber auch das ist ein stolzer Preis, wie ich finde. Also, wenn ihr in Manchester dabei sein wollt, dann schlagt hier zu, ihr habt in den Wellen, die ich euch letzte Woche gezeigt habe, die Chance dazu. Ansonsten verlinke ich euch das Ganze hier noch in der Videobeschreibung. Was habe ich euch heute sonst noch mitgebracht? Es gibt einen neuen RSI Launcher, den 2.0 Launcher, den könnt ihr nun testen. Dann habe ich den PU Monthly Report für euch ins Deutsche übersetzt und wir schauen noch kurz ins Inside Star Citizen. Auf der Seite von Robert Space Industries habt ihr seit gestern die Möglichkeit, etwas offizieller den RSI 2.0 Launcher runterzuladen. Der sieht nicht nur besser aus, sondern soll zukünftig auch viele weitere Probleme ausmerzen. Warum sage ich offiziell? Den gab es vorher schon, wenn man so ein bisschen sich auskannte, im Spektrum unter einem Link zum Testen. Jetzt ist das Ganze aber nochmal schön aufbereitet auf der RSI-Seite dargestellt. Hier könnt ihr erkennen, wie das Ganze dann letztendlich aussieht. Und es gibt hier unten noch ein FAQ und das habe ich für euch mal ins Deutsche übersetzt. Was ist der RSI-Launcher überhaupt? Der RSI-Launcher ist die Anwendung, mit der Sie Star Citizen installieren, aktualisieren und starten können. Im Laufe seiner Geschichte hat der RSI-Launcher Funktionen wie Verify integriert, um Ihre Spieldateien zu kontrollieren, oder Status, um Sie über den Status der Live-Server zu informieren. Warum ein neuer RSI-Launcher? Nach vielen Jahren des Dienstes stieß unser alter Legacy-Launcher an seine Grenzen. Eine vollständige Überarbeitung der Kerntechnologie der App war notwendig. Das ultimative Ziel des RSI-Launchers ist es, als zuverlässiges Werkzeug für die Community zu dienen und sich auf die Zukunft der Cloud Imperium Games Entwicklung vorzubereiten. Was ist, wenn ich den alten Launcher behalten möchte? Von jetzt an wird der Legacy Launcher immer noch auf der Download-Seite verfügbar sein. Später im Jahre 2024 allerdings wird es dann ein automatisches Update vom 1.16.10 auf den 2.0 Launcher geben. Wo ist das Spiel installiert? Der Standard-Installationspfad für das Spiel ist C, Programme, Robert Space Industries, Star Citizen und dann Kanalname. Sie können den Bibliothekspfad jedoch jederzeit ändern. Das heißt, Sie können anstelle von C, Programm, Robert Space Industries, den gewünschten Pfad manuell auswählen. Der Rest des Pfades wird automatisch vom Launcher, Star Citizen, Channelname erstellt. Kann ich jetzt verschiedene Spielkanäle auf verschiedene Laufwerke installieren? Bei diesem ersten Start können Sie Ihre verschiedenen Kanäle weiterhin auf einem Laufwerk installieren. Dies dient dazu, die Abwärtskompatibilität zwischen dem alten und dem neuen Launcher zu gewährleisten. In den nächsten Monaten, wenn der alte Launcher ausgemustert wird, werden wir jedoch die Möglichkeit einführen, Ihre verschiedenen Spielkanäle auf verschiedene Laufwerke zu installieren. Der Launcher erkennt den Kanal nicht, den ich bereits installiert habe. Bei der ersten Verwendung des neuen Launchers kann es vorkommen, dass das Spiel, das du bereits heruntergeladen hast, nicht erkannt wird. Klicken Sie nun auf Installieren. Wenn der Launcher das Spiel findet, beginnt er mit dem Überprüfungsprozess, der nur ein paar Minuten dauern sollte, bevor Sie das Spiel starten können. Wenn Ihr Spiel nicht im Standard-Bibliothekspfad installiert ist, müssen Sie den Pfad in den Einstellungen korrekt ändern oder Ihre Datei an einen anderen Ort verschieben. Was bewirkt die Schaltfläche Verify? Unser Download funktioniert derzeit wie folgt. Sie laden das Base Game Pack herunter. Laden Sie das Manifest mit der Liste der Daten herunter, die für den jeweiligen Bild des Spiels benötigt werden.
Lade alle fehlenden Dateien mit Hilfe des Data Patchers herunter. Wenn du auf Verify klickst, lädt der Launcher das Manifest herunter und analysiert deine Datei. Wenn Dateien beschädigt sind oder fehlen, wird der Data Patcher diese Dateien herunterladen. Ich habe ein Problem beim Starten des Spiels. Wie kann ich das Problem suchen und beheben? Es gibt verschiedene Gründe, die den Zugriff auf das Spiel verhindern können. Von einem API-Fehler bei der Authentifizierung bis hin zu einem Netzwerkausfall während des Downloads. Ein allgemeiner Ansatz wäre folgender. Wenn beim Herunterladen oder Starten des Spiels ein Problem aufgetreten ist, liegt es wahrscheinlich an den Spieldateien. Was ist nun zu tun? Erstens, überprüfen Sie Ihren Bibliothekspfad. Zweitens, überprüfen Sie die Spieldateien. Drittens, wenn das Problem weiterhin besteht, müssen Sie das Spiel möglicherweise erneut herunterladen. Wenn ein Problem bei der Verwendung des Launchers außerhalb der Downloads- und Startfunktionen auftritt, können Sie Folgendes versuchen. Erstens, melden Sie sich vom Launcher ab. Zweitens, beenden Sie den Launcher. Drittens, starten Sie den Launcher neu. Ja, die FAQs und der neue Launcher 2.0 kommt auf jeden Fall irgendwann im Laufe des Jahres. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch den jetzt schon runterladen. Kommen wir nun als nächstes zum PU Monthly Report vom März 2024. Ich habe für euch wie immer das für mich Verständliche und direkt auf die Spieleentwicklung bezogene für euch übersetzt. AI Features. Im März wurden im Bereich der AI-Features weiterhin Fehler behoben und Verbesserungen am menschlichen Kampf und anderen KI-Verhaltensweisen vorgenommen. Ein bestimmter Fehler drohte, unser neues Stehen-auf-Stühlen-Problem zu werden. Ein Fehler, der viele individuelle Ursachen hat und daher in verschiedenen Situationen immer wieder auftreten kann. Wie bei diesem Problem haben wir also einen Ansatz gewählt, der dieses Problem beseitigen sollte, selbst wenn in Zukunft neue Ursachen auftreten sollten. AI-Features. AI-Tech. Im vergangenen Monat konzentrierte sich AI-Tech auf die Fertigstellung und Feinschliff von Funktionen für Alpha 3.23 sowie Optimierung für bestimmte Systeme. So wurde zum Beispiel die Arbeit an den Planetennavigationen abgeschlossen. Das Team ist nun in der Lage, Navigationsnetze über ganze Planeten zu generieren. Um dies zu erreichen, nutzten die Entwickler die gleichen Konzepte, die das Physik- und Planetentech-Team für die Darstellung von Planeten-Terrain-Patches verwendet haben. Im Vergleich zu vorherigen Implementierungen, bei der die Navigationskacheln eines Planeten als Würfel parallel piped dargestellt wurden, wie in traditionellen Navigationsvolumina, wer kennt es nicht, verwendet die neue Methode ein Volumen mit einer schrägen Quadrat-Rhombus-Basis. Dies bringt zwar neue Herausforderungen mit sich, zum Beispiel die Frage, wie zwei benachbarte dreieckige Navigationskacheln miteinander verbunden werden können, ermöglichen aber die Erstellung von Navigationsnetzen überall auf allen Arten von Planeten und Monden. Ja, das klingt doch erstmal schon mal sehr vielversprechend. Für Boyds hat das Team weiterhin neue Regeln implementiert und die Synchronisation zwischen dem Server und dem Client abgeschlossen. Außerdem arbeitet das Team an weiteren Iterationen mit Design und poliert die Funktionen für die Veröffentlichung. Für all die es nicht wissen, Boyds sind zum Beispiel diese neuen Hunde, Katzen, ähnlichen Tiere und Vögel und sowas in der Art. AI Tech hat mit Design an neuen Schiffsverhaltensweisen gearbeitet, um das KI-Kampferlebnis deutlich zu verbessern. Wesentliche Verbesserungen wurden am Zielkontrollsystem für Schiffe und Geschütztürme sowie an den Wahrnehmungen vorgenommen, indem die Unterstützung für die Raketenerkennung hinzugefügt wurde. Nochmal an dieser Stelle für alle, AI bedeutet immer KI. Ja, das ist praktisch das, was die NPCs so machen. Ne? Auf das ist das Ganze hier bezogen. Ne? Nochmal, muss man ja ab und zu mal erwähnen. An anderer Stelle wurden Verbesserungen am System der Navigationsverbindungen vorgenommen, um durch eine verbesserte Nutzung des neuen Konzeptes der Navigationsanker die Rechenkosten über einen Frame hinweg zu reduzieren. Außerdem wurden Verbesserungen an der Logik für das Laden von Subsumption-Daten eingerichtet, die mögliche Probleme mit den Daten deutlicher aufzeigen, sodass die Designer sie früher beheben können. Was die KI-Tools betreffen, so hat das Team Apollo weiter verbessert und weiterentwickelt. Dazu gehörte die Implementierung einer neuen Version des klebrigen Header-Trees, keine Ahnung, was das sein soll, der eine verbesserte Darstellung von Dateien, Ordnern mit Verhaltensweisen und Missionen zeigt. Ja, soviel zu AI-Tech. Kommen wir zu Animation. Das Animationsteam hat an der Weltraum-Kuh
einem mittelgroßen Vogel, einer räuberischen, wollähnlichen Kreatur, wie an mehreren neuen Eingangsanimationen für Fahrzeuge gearbeitet. Sehr schön. Art Characters. Im März stellte das Character Art Team eine Reihe von gebrandeten Racing Suits fertig und arbeitete weiter an den Outfits für die Headhunter Gang. Das Character Concept Art Team begann mit der Erforschung von Spezialrüstungen und arbeitete an Übergabebögen. Im März gab es Fortschritte bei der RSI Zeus. Die Greybox wurde fertiggestellt und alle Funktionen wurden validiert und das Schiff befindet sich derzeit in der Schönheits- und Polierphase. Ha, das klingt doch gut. Die Wohnräume und die zentralen Gänge haben erhebliche Fortschritte gemacht und nähern sich der Fertigstellung, während der Frachtraum weiter voranschreitet und die Hauptkolbenstruktur der Laderampe sowie die Innen- und Außenseiten der Rampe rasch verbessert werden. Das Fahrwerk ist fast fertig und auch das gesamte Äußere schreitet weiter voran. Die Anvil Legionnaire ist in der Whitebox fertiggestellt. Das Team wartet derzeit auf die Gameplay-Validierung und darauf, dass die Designer frei werden, bevor sie sie in die vollständige Entwicklung schicken. Das Team hat ebenfalls mit der Arbeit am Ressourcennetzwerk begonnen, wobei 10 Schiffe kurz vor der Fertigstellung stehen, von denen einige die aktualisierte Liste der Schiffsgegenstände erhalten haben. Ressourcennetzwerk, das ist das, was mit dem Engineering Gameplay zusammenhängt, ne? Also 10 Schiffe sind hier kurz vor der Fertigstellung. Klingt gut. Nach der Gameplay-Validierung werden die Relais-Standorte aufpoliert. Die Arbeiten an einem älteren Schiff wurden ebenfalls fortgesetzt. Die Aktualisierung des Armaturenbretts, des Cockpits und eines Außengehäuses wurden geupdatet. Kommen wir nun zu Core Gameplay. Letzten Monat hat das Team für Gameplay-Features erfolgreich die Go-No-Go-Gates für prozentualen Rückstoß, neue Zielfernrohre, dynamische Fadenkreuze und Verbesserungen beim Nachladen passiert. Weitere Fehlerbehebungen werden derzeit für diese Produkte durchgeführt. Fortschritte wurden auch bei der Munitionsrückführung erzielt, einschließlich Netzwerkoptimierung und Fehlerbehebung. Die Benutzeroberfläche für das Looten wurde ebenfalls aktualisiert, um die Art und Weise, wie die Munition neu geordnet wird, zu unterstützen, während die Animation zum Nachladen nun zum richtigen Zeitpunkt nach der Stöbern-Animation abgespielt werden. Die Arbeit an der Vorproduktion für den Basenbau wurde fortgesetzt, wobei das Gameplay-Feature enge mit Art und Design zusammenarbeiten, um die Anforderungen zu verfeinern und Metriken zu definieren. Das Team fügte dann verschiedenfarbige Loot-Bildschirme hinzu, je nachdem, ob der Spieler eine feindliche, befreundete oder neutrale Einheit plündert. Außerdem fügten sie eine Schaltfläche hinzu, mit der man vom Inventar zum Beutebildschirm wechseln kann und ein Pop-up-Fenster, wenn ein Gegenstandtausch nicht möglich ist. Zudem wurde die Möglichkeit geschaffen, den Beutebildschirm für das Visier und die Lens unterschiedlich zu gestalten. Was den Visor und die Linse betrifft, wurde die Konvertierung des Bildschirmchats in Building Blocks abgeschlossen. Das Team hat dann weitere Marker auf das neue System umgestellt, darunter Navigation, Schiffe, Spieler, Gruppenmitglieder, Missionen und Landeplätze. Für EVA haben die Entwickler Animationsinhalte freigeschaltet, um die Waffenanpassung und das beidhändige Tragen mit dem neuen EVA-System zu unterstützen. Außerdem wurden Unterstützungen für rückwärts und seitwärts fliegende Animationsinhalte bereitgestellt. EVA-Schubdüsenpakete beziehen sich jetzt korrekt auf die Ausrüstungsschicht, die Spieler tragen, was bedeutet, dass die visuellen Effekte von den Schubdüsen an Rüstungsteilen oder Rucksäcken kommen und nicht vom Undersuit. Die Hervorhebung von Shop-Gegenständen beim Betrachten durch Spieler wurden verbessert und die Positionierung von AR-Karten wurde aktualisiert, um Schaufensterpuppen und Fahrzeuge zu berücksichtigen, basierend auf dem Feedback der Designer. Das Team hat auch die Kauf- und Mietinteraktion für physische Einkäufe vervollständigt. Bei Gameplay-Features wurden weitere Verbesserungen an der Fortbewegung im Liegen vorgenommen, während die Animation zusätzliche Unterstützung erhielt, um die Produktion von Animationsassets freizuschalten. In den Hauptmodi wurden Verbesserungen am Zielsystem für das Schießsystem vorgenommen und ESP wurde weiter verbessert, unter anderem durch eine flüssigere Reaktion auf Spielereingaben. Im März wurde die Entwicklung des Ressourcennetzwerks fortgesetzt. So basieren die elektromagnetischen Emissionen nun auf den Stromverbrauch und die Infrarotemissionen auf der Kühlmittel- und Wärmeerzeugung.
Das Team verbesserte außerdem verschiedene Debugging-Tools, beseitigte Fehler und unterstützte die laufenden Tests eines experimentellen Arena Commander Modes. Eine temporäre Lösung für die Durchdringung von Schiffsrümpfen wurde hinzugefügt, bis Maelstrom bereit ist, physische Schiffspanzerung zu unterstützen. Das System kann sich im Laufe der Entwicklung und Erprobung noch ändern, aber derzeit können alle Geschosse die Panzerung beschädigen. Allerdings können nur ballistische Waffen die Hülle durchdringen und interne Komponenten beschädigen. Das Gameplay-Feature-Team. Für die Lebenserhaltung optimierte das Team das dynamische Raumatmosphärensystem und machte es netzwerkfähig. Außerdem wurden verschiedene Verbesserungen und Überarbeitungen am Raumsystem vorgenommen und verschiedene Debugging-Tools stark verbessert, damit das Team das System testen kann, bevor die Benutzeroberfläche für den Spieler fertiggestellt ist. Im Bereich Transit konzentrierte sich das Team im März vor allem auf die Unterstützung von Frachtaufzügen und instanzierten Hangern. Neben allgemeinen Überarbeitungen war es erforderlich, den Export von Hangarzielen, die Kommunikation zwischen Transit- und Instanzmanagern für verfügbare Hangar, die Möglichkeiten, die dynamische Ziele Transitwagen hinzuzufügen, Anfragen für die Erstellung von Hangern und Unterstützung für die Erfassung von Peripher-Geräten in dynamischen hinzugefügten Hangern hinzuzufügen. Ja, ist ordentlich was zu tun an der Stelle. Nach der Fertigstellung ging das Team dazu über, eine Überarbeitung des gesamten Transitsystems zu planen und zu gestalten, um es für die Zukunft vorzubereiten. Für Radar und Scanning aktualisierte das Team die Radarzonenabfrage, um die neue Technologie für die Zeitspleißung und Zonenabfrage zur Verbesserung der Leistung zu nutzen. Außerdem wurden mit der Arbeit an Signaturkategorien begonnen, die es dem Team ermöglichen, verschiedene Signaturerkennungen auf der Grundlage von Emittern anzuwenden. Damit können Komponenten eines Schiffes mit höherer Emission unabhängig voneinander erkannt werden, zum Beispiel Triebwerke im Vergleich zu Offline-Schildgeneratoren. Bei Arena Commander lag der Schwerpunkt auf der Fertigstellung der Alpha 3.23, insbesondere der benutzerdefinierten Lobbys und der ersten Auswahl an benutzerdefinierten Einstellungen. Die Gameplay-Features verbesserten das Multicrew-Erlebnis durch das Hinzufügen von Zusatzauswahl. Anstatt Multicrew entweder zu aktivieren oder zu deaktivieren, können die Spieler nun wählen, ob sie die Funktion für die Freunde und/oder Squad-Mitglieder aktivieren möchten. Die Entwickler haben das Team-Balancing-System überarbeitet und die Komplexität entfernt, mit der sie in Alpha 3.21 und 3.22 experimentiert hatten. Das neue System verfügt über eine einfache Balancing-Logik, die den Zusammenhalt von Squads Priorität einräumt, in Klammern mit einer Ausnahme in Fällen extremen Ungleichgewichts. Vor dem Balancing wurden einige kurze Verzögerungen eingefügt, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich zu verbinden. Das Team hat auch die Ausrüstungsdefinition verbessert, sodass es nun Slots für verschiedene Munitionstypen erstellen und bearbeiten kann, einschließlich Verbauungsmaterialien und Versorgungsmunition. Außerdem wurde eine Variante des Salvaging und Repairing Multitools mit gefüllten Kanistern für den Einsatz in den experimentellen Ingenieursmodi erstellt. Diese Arbeit ermöglicht es den Spielern auch, ihre PU-Charaktere im Arena Commander zu verwenden. Spieler, die einen angepassten Charakter haben, werden diesen nun verwenden und nicht mehr von den davor verwendeten Standarddarstellern. Also mit anderen Worten, wenn ihr euch einen Charakter im Character Customizer erstellt habt, seht ihr diesen auch im Arena Commander. Design konzentrierte sich auf die Unterstützung der experimentellen Ingenieursmodi und eine Auswahl neuer Karten und Modis. Außerdem wurde die Arbeit am Front UI UX Pass fortgesetzt, der den Stil des Arena Commanders für die Zukunft festlegen soll. Schließlich haben die Entwickler ein neues System für Gunrush unterstützt, das es ihnen ermöglicht, mehrere Waffenlisten zu haben, die während eines Patch-Zyklus ein- und ausgeschaltet werden können. Dies bietet mehr Abwechslung und die Möglichkeit, neue Waffensets zu testen, ohne auf einen neuen Patch warten zu müssen. Im März wurden Fortschritte bei dem Rufsystem der Outlaws erzielt, wobei das Team mehrere Probleme mit dem neuen Rufsystem behoben hat. Außerdem wurden Änderungen am Verhalten bei Hausfriedensbruch vorgenommen. Jetzt verteidigen alle Fraktionen eine unerlaubte Zone, wenn sie ihnen gehört, und Fraktionen mit den entsprechenden Einstellungen sind auch in der Lage, Verbündete unerlaubte Zonen zu verteidigen.
Das heißt also, Reputation gut, könnt ihr da landen und sogar helfen zu verteidigen, ohne Konsequenzen, so verstehe ich das zumindest. Und wenn ihr keine Reputation dort habt und feindlich angesehen werdet, dann werdet ihr bekämpft. Na, ist ganz geil. Für das Mobiglas wurde die Arbeit am neu gestalteten Contract Manager fortgesetzt. Im letzten Monat wurde unter anderem eine Schaltfläche für gelesen und ungelesen von Missionsinformationen und einen Umschalter zum Umschalten zwischen legalen und illegalen Missionen hinzugefügt, den ich persönlich sehr cool finde, muss ich sagen. Die Entwickler haben außerdem die Zahlungsvalidierungen für Beacons abgeschlossen und mehrere Fehler behoben. Unter anderem wurden die Vertragstimer in gleichmäßigen Schritten reduziert. Das Team hat Journal mit dem neuen Mobiglas kompatibel gemacht und den Startbildschirm aktualisiert, einschließlich der Anzeige der letzten Benachrichtigungen der aktiven Mission und des aktuellen Zustandsbereichs des Spielers sowie das Crimestead-Level. Außerdem wurde Unterstützung für die alten Apps AppComlink und VMS Flash hinzugefügt und die Apps Wallet und Assets wurden optisch aktualisiert. Für Missions wurde dem Missionsdesigner mit dem Gameplay-Features eine neue Datenstruktur zur Verfügung gestellt, damit er mit dem Einrichten von Transportmissionen beginnen kann. Das allgemeine Framework für die Offline-Version des Missionsdienstes wurde weiterentwickelt, während die Missions-Service-Debug-GUI auf Server-Meshing erweitert wurde. Verbesserte Debug-Tools wurden auch für Frachttransportmissionen hinzugefügt, wie zum Beispiel die Möglichkeit, komplette Teile des Transportauftrags zu debuggen, um das Abholen oder Liefern über Lasten auf Züge zu simulieren. Im März gab es Fortschritte bei den Hangern, einschließlich des Instance Interior Managers, der die Instanzierungslogik handhabt und Gateways für den Übergang zwischen der Außenwelt und dem Hangar reserviert. Wenn Spieler nun einen Aufzug rufen oder ein Schiff an unterstützte Orte zurückholen, wird ein instanzierter Hangar erstellt, auf dem die Transit-, Flugsicherungs- und Rechtssysteme korrigiert reagieren. Verbesserungen wurden auch am Lastenaufzug-Kiosk vorgenommen, einschließlich des Layouts, des Brandings, der Tooltips, der Lieferungsbildschirme und der Handhabung der Plattform. Die Entwickler sind derzeit dabei, den Kiosk in das persönliche Inventar-Framework zu integrieren. Die Itembank ist nun funktionsfähig und verwendet korrekt das Lagerfach und die aktualisierte Lieferauswahllogik und es wurden Verbesserungen am Lagersystem vorgenommen, um auch Missionen zu unterstützen. Für den Warenkiosk wurden Aktualisierungen des Designs, des Packverhaltens und der automatischen Ladeanzeige vorgenommen. Die Teams für Beleuchtung und VFX-Inhalte wurden auch bei den Schiffsladeplattformen unterstützt. Ja, und das alles war Core Gameplay. Kommen wir zu Economy. Im letzten Monat hat das Wirtschaftsteam die Anpassung der Rohstoffe fortgesetzt, um sicherzustellen, dass sie einen skalierbaren Algorithmus haben, der mit anderen Systemen wie dem Crafting funktioniert. Die Belohnungen für Missionen wurde entsprechend der Schwierigkeit und den Zeitaufwand für ihre Erfüllung neu ausbalanciert. In diesem Zusammenhang arbeitete das Team daran, besser zu verstehen, wie viel Aufwand und Zeit für die Durchführung bestimmter Aktivitäten im Spiel erforderlich sind. Auch die Preisgestaltung im Spiel für neue Erntegüter und Hangarflares ist derzeit in Arbeit. Ja, die Aktualisierung für die Belohnung für bestimmte Missionen war auch längst überfällig. Hier gibt es wirklich welche, die dauern Ewigkeiten. Ja, und man bekommt irgendwie nur so ein paar Flöten. Macht keiner. Ne? Naja, gut. Schön, dass es jetzt gemacht wurde. Economy ist derzeit ebenfalls an der Gestaltung des Rufs und der Orga-Progression beteiligt und beginnt die Zeit und die Kosten für die automatische Ladung von Lastaufzügen auszugleichen. Sie haben auch Unterstützung für Frachtmissionen geleistet. Schließlich wurde eine umfassende Liste aller geplanten Ressourcenquellen, Umwandler und Senken erstellt, um sicherzustellen, dass die Wirtschaft auf lange Sicht stabil ist. In-Game-Branding und Locations haben gemeinsam an der Invictus Lounge Week gearbeitet und stehen kurz vor dem Abschluss der Arbeiten. Das Branding für Frachtcontainer und zusätzliche Beschilderungen für verschiedene Standorte ist ebenfalls fast fertig. Interactables. Letzten Monat wurden die Itembanks, jetzt Gear Storage genannt, fertiggestellt, einschließlich einer stark abgenutzten Version für Grimhex. Danach wurden sie dann im gesamten Verse platziert, um bequemen Zugang zu ermöglichen.
Explodierende Container wurden überarbeitet und ersetzen nun statische Meshes in den Leveln, sodass sie nun explodieren, wenn Spieler auf sie schießen. Die Feuerlöscher-Aufladeschränke haben die Greybox durchlaufen und werden derzeit zur Finalisierung gebracht, während die Frachtschwebetrolleys in Vorbereitung auf das Frachthangar-Update fertiggestellt werden. Lighting. Neben den Aufgaben für instanzierte Hangar, Lastenaufzüge und Verteilungszentren arbeitete Lighting an der Invictus Launch Week. Sie unterstützten auch den kommenden Character Customizer und gingen auf das Feedback der Community ein, um einige seit langem bestehende Probleme zu lösen. Locations. Im letzten Monat hat das Locations-Team die Inhalte für Alpha 4.0 aufpoliert. Außerdem wurden die kommenden Verteilungszentren fertiggestellt, in dem Inhalte und Qualität hinzugefügt wurden, um den Spielern beim Start das bestmöglichste Erlebnis zu bieten. Das Landing Zone-Team hat die Gestaltung der instanzierten Hangar abgeschlossen und sie für die Implementierung im gesamten Verse vorbereitet. Mission Design. Letzten Monat wurde das Mission Feature Team umstrukturiert und in Mission Design Team umbenannt. Trotz der Namensänderung wird das Team weiterhin skalierbare, modulare Inhalte für das Persistent Universe entwickeln. Aufgrund des Feedbacks auf die Overdrive-Initiative überarbeitete das Team die Standardmissionen für Datenraub. Derzeit sind diese Missionen an einem einzelnen Spieler gebunden, in Klammern, der die Mission dann mit seinen Freunden teilen kann, was zu einem Engpass bei den Missionen und Orten führt. Als Reaktion darauf testete das Team eine Änderung, die es ermöglicht, dass einige einzelne Versionen der Mission von 4 Spielern akzeptiert werden, die gemeinsam als Auftraggeber spielen. Dies ist ein Versuch, Missionen und Schauplätze freizugeben und einen ähnlichen Effekt wie bei der Overdrive-Initiative zu erzeugen, wo Leute, die normalerweise allein spielen, Teil eines Teams sind, wodurch möglicherweise Freundschaften entstehen und das MMO-Gefühl verstärkt wird. Die Arbeiten an den kommenden Frachttransportmissionen wurde vorangetrieben, bei denen die Spieler die Aufgabe haben, verfolgte Waren von einem Ort zum anderen zu transportieren, wie es von einer Reederei verlangt wird. Mit einer konstanten Auszahlung von etwa 20% des Ladungswerts wird das Einkommen eines Spediteurs stabiler sein als das eines Rohstoffhändlers, in Klammern, der bei Marktschwankungen niedrig kauft und hoch verkauft. Sobald sich ein Spediteur mit dem Beruf vertraut gemacht hat, kann er sein Glück im Rohstoffhandel versuchen. Der Spieler darf die Waren zwar legal transportieren, besitzt sie aber nicht. Aus diesem Grund werden legale Geschäfte in Ständen diese Waren nicht kaufen. Um die Ladung dennoch zu verkaufen, muss der Spieler zu einem Hehler navigieren, einem Laden, der keine Fragen stellt und oft in einem nicht überwachten Bereich in Ständen liegt. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine verfolgte Ware handelt, ist der Preis für diese Fracht deutlich niedriger als für gewöhnliche Waren. Mit der bevorstehenden Aufnahme von Wildtieren in das Persistent Universe hat das Mission Design Team begonnen, an entsprechenden Inhalten zu arbeiten und 3 Missionsvarianten erstellt. Erstens, töte X Mengen. Bei dieser Ausrottungs- und Bevölkerungskontrollmission müssen die Spieler eine bestimmte Anzahl von Tieren auf einem Planeten töten. Die Spieler müssen die Tiere selbst ausfindig machen. Zweitens, Ort räumen. Es handelt sich um einen bestimmten Ort, dessen Tierpopularität beseitigt werden muss. Drittens, töten und sammeln. Dies ist einer der ersten Missionen zum Sammeln von Ressourcen, bei denen die Spieler Tiere aufspüren und ihre Ressourcen einsammeln müssen. Ja, an der Stelle finde ich es sehr, sehr schade, dass gerade ich als tierlieber Mensch keine Mission hat, um vielleicht mal auch ein Tier zu schützen. Ja, wo man zum Beispiel einen Wilderer irgendwie jagen muss, der ein Tier tötet oder auf Tiermission ist oder sowas alles. Und dass halt wirklich gerade die dritte Mission wirklich so eine Wilderer-Mission ist, wo man so ein Tier tötet und das Horn dann abschlägt, ja, oder nimmt, um es dann zu verkaufen. Naja, geht so. Finde ich grenzwertig. Kann man jetzt natürlich wieder sagen, ja, ist ja nur ein Computerspiel, aber letztendlich so eine mehr moralische Welle, ja, ist ja trotzdem dabei. So, ich gehe ja auch nicht in Spiele rein, wo ich irgendwie andere nicht moralische Dinge tue. Ne? Also so gesehen, ist für mich persönlich grenzwertig und finde ich schade. Ne? So gerade so bei Tieren, die jetzt nicht wirklich gefährlich sind, sondern einfach nur, ja, zur falschen Zeit am falschen Ort sind, weil mal wieder der Mensch sich da ausgebreitet hat. Ne? Ja gut, okay, ist eine andere Sache. Wir machen mal weiter.
Nach einer kürzlichen Einstellung wurden einige ältere Missionsmodule überarbeitet. So erhielt die Mission Destroy Illegal Satellites ein kleines Facelifting. Das wird auch Zeit. Nach weiteren Tests von Blockade Runner wurde eine kleine Änderung vorgenommen, um sicherzustellen, dass das Event für alle Spieler unterhaltsam und fesselnd bleibt. Die Arbeit an dem Xeno Threat Global Event wurde neben den Lastenaufzügen ebenfalls fortgesetzt. Tech Design. Tech Design unterstützte verschiedene Bereiche der Entwicklung, um Alpha 3.23 und darüber hinaus vorzubereiten. Dazu gehörten die Item Banks, für die das Team eine neue heruntergekommene Variante erstellte, Zustandsautomaten und Animationen einrichtete und den Hauptbildschirm sowie die Interaktionspunkte und den Spielfluss überarbeitete. Hangar wurden ebenso unterstützt wie Schiffsflüge einschließlich der Überarbeitung neuer KI-Verhaltensweisen, damit sie besser auf die Aktionen der Spieler reagieren. Auch die Hauptmodi wurden aufpoliert. Q&A erhielt Unterstützung für die Automatisierung der visuellen Skriptdarstellung und es wurden Knoten zum Abrufen und Einstellen von Spielerstatistiken hinzugefügt. Was die Benutzeroberfläche betrifft, so arbeitete das technische Team an der Einrichtung der Testebenen und der FPS-Fadenkreuze und Treffermarkierungen, aktualisierte und polierte die Animation und beseitigte Bugs. Darüber hinaus wurden allgemeine Fehler behoben und verschiedene Tools und Arbeitsabläufe verbessert. UI. Im vergangenen Monat hat das in Montreal ansässige UI-Team eng mit dem Core-Gameplay und dem UI-Team an den neuen Fracht-Gameplay-Updates gearbeitet. Diese Arbeit umfasst die Entwicklung des neuen Lastenaufzug-Kiosks, dem Rohstoff-Kiosks und der Item-Bank. Sie begannen auch mit der Vorbereitung von Aufträgen, die später in diesem Jahr kommen werden, darunter das Ressourcennetzwerk und Sprungpunkte. Das in Großbritannien ansässige Team konzentrierte sich auf das Hinzufügen der neuen, auf den Spieler ausgerichteten Benutzeroberflächen zum Spiel. Die neue Version des MobiGlass wurde rechtzeitig voll funktionsfähig gemacht, um das Feedback der Spieler zu erhalten, wobei der visuelle Feinschliff noch andauert. Das neue Visier- und Lenssystem wurde optisch verbessert, während die letzten Funktionselemente vom Programmierteam portiert wurden. Das UI-Team hat außerdem weiter an der neuen Shop-UI und dem Character Customizer gefeilt, um sie für die Veröffentlichung vorzubereiten. Und da sind wir auch schon beim letzten Team, dem Team VFX. Im vergangenen Monat beendete das Visual Effects Team seine Arbeit an Verteilungszentren und Lastenaufzügen. Außerdem wurden die Aufgaben für mehrere kommende Vehikel abgeschlossen. Die Arbeiten an den Sprungpunkteffekten wurden fortgesetzt, einschließlich der Erstellung von Konzepten auf der Grundlage neuer Gameplay-Überlegungen, die während des Tests deutlich wurden. Das Team hat ebenfalls einen weiteren Blick auf die Wassereffekte geworfen, um mit den Plänen des Grafikteams übereinzustimmen, einige der auf der CitizenCon gezeigten Wasserverbesserungen zu veröffentlichen. Ja, Freunde, soviel zum PU Monthly Report. Ich sage es jedes Mal an der Stelle, ich finde es richtig cool, denn man bekommt mal einen Einblick auf die Sache, an denen die Entwickler in den letzten Monaten gearbeitet haben. Und ich finde, es wird immer deutlich, wie viel das auch im Detailbereich ist und es wird auch klar, dass das halt letztendlich auch seine Zeit braucht. Kommen wir als nächstes und letztes zum Inside Star Citizen von dieser Woche mit dem Titel Initiative Indicative. Und hier ging es einmal um die Beschreibung der kompletten Overdrive-Initiative. Ja, nun muss ich das Ganze nicht so extrem ausführen, wie das hier von den Entwicklern beschrieben worden ist. Im Groben und Ganzen kennen wir das Ganze ja auch, aber ich möchte mit euch zumindest einmal die ganzen einzelnen Phasen durchgehen. Beginnt mit Phase 1, die in 5 Wellen dargestellt wird, muss der Spieler hier in eine Untergrundfacility in Stanton eindringen, die von den Xeno-Threats übernommen wurde, um einen Datenraub zu verhindern. Dabei kämpft man sich durch eine erste Welle von Xeno-Threats in den Serverraum vor, muss hier eine Karte in einen Slot packen und den Hacking-Versuch somit in mehreren Schritten vereiteln. Während dieser einzelnen Steps kann es sein, dass immer wieder Server ausfallen und eure Crewmitglieder dann in die Underground-Facility eindringen müssen, um an einem Monitor den Code für den bestimmten Server zu bekommen, diesen dann an den Serverraum weiterzugeben, sodass der Mitarbeiter dort an dem entsprechenden Server den Code eingeben kann, damit er wieder kühlt. Während dieser Phasen können immer wieder Xeno-Threats auftauchen, die
wenn der Server gut läuft, auch wirklich gefährlich sein können. Also begebt euch dort nicht alleine hin, auch nicht zu zweit. Am sichersten hier alle 5 Wellen durchzuspielen ist es mit 5 bis 6 Leuten. Auch schön zu beobachten ist es, wie die KI-Bewegungen mittlerweile aus Squadron 42 portiert wurden und sich hier im Serverraum wieder befinden. Wie gesagt, wenn ihr auf einem guten Server seid, dann rushen die Entdeckungen, sliden, überqueren einen Raum in eine Deckung, schießen dabei wirklich, wirklich richtig cool. Die zweite Phase ist eine Kopfgeld-Wiederherstellungsmission. Hierbei muss ein Spieler in 3 Phasen ein bestimmtes Schiff ausfindig machen, muss dieses abschießen und dann eine Hacking-Karte bergen. Diese Hacking-Karte muss dann zu einem ganz bestimmten Punkt im Stanton-System gebracht werden. Ihr könnt diese Mission teilen unter euren Freunden und das solltet ihr auch tun. In der ersten Phase kommt ihr noch relativ alleine klar, aber in der dritten Phase wartet dann schon eine vollbesetzte KI-Hammerhead auf euch, die euch bei guten Servern wirklich unter Druck setzen kann. Und ich muss es sicherlich nicht extra erwähnen, die Hammerhead kommt natürlich nicht allein daher. Übrigens, auf der Keykarte, die ihr dort besorgen müsst, sind verschlüsselte Daten der Xenosweats, die für die CDF von äußerster Bedeutung sind. In Phase 3 tauchen dann mehrere riesige Kampfflotten der Xenosweats im gesamten Stanton-System auf. Der Grund dafür ist, dass sie gemerkt haben, dass ihre Pläne doch hier und da vereitelt werden. Und das gefällt den Xenosweats keineswegs. Das Besondere an dieser Phase ist, dass diese serverweit ausgerufen wird und jeder Spieler, egal ob Freund oder nicht bekannt, euch dabei unterstützen kann. Das heißt aber auch, dass ihr diese Mission unter euren Freunden nicht teilen könnt. Ihr nehmt diese selbstständig an und fliegt dorthin, wo Hilfe gebraucht wird. Doch Vorsicht, seid ihr nicht rechtzeitig vor Ort bei der Mission, habt sie allerdings angenommen und sie wird beendet, habt ihr die Mission nicht geschafft. Ihr müsst also in den Kampfbereich eindringen, um letztendlich diese Missionen zu schaffen. Deswegen rate ich euch an der Stelle, wirklich an einem Punkt in Stanton zu bleiben, entweder Crusader oder Hurston, und zu warten, bis die Mission dort wieder aufpoppt. Denn ist der Server voll von Leuten, die diese dritte Phase machen wollen, dann schafft ihr es meistens nicht rechtzeitig, selbst wenn ihr einen XL1 von Vitek verbaut habt. Kommen wir zu Phase 4. Diese wurde in 2 Abschnitte aufgeteilt. Im ersten müsst ihr mit euren Freunden zu einem Satelliten fliegen, der durch den Xenosweats abgestellt und verwanzt wurde. Den müsst ihr wieder in Betrieb nehmen und danach darauf achten, dass irgendwelche Vanguard Hope Lights der Xenosweats eure Datenübermittlung nicht behindern. Habt ihr das 3-mal geschafft, habt ihr den ersten Abschnitt von Phase 4 geschafft. Im zweiten Abschnitt müssen die Spieler schnell zum Security Post Carrier, der ebenfalls von den Xenosweats überfallen und gekapert wurde. Diese versuchen nämlich dort, die Datenbanken zu löschen, um etwas Chaos in das Stanton-System zu bringen. Dies gilt es nun zu verhindern, in Carrier einzudringen, die Xenosweats zurückzuschlagen und den Daten-Hacking-Transfer zu vereiteln. Habt ihr das geschafft, habt ihr ebenfalls Phase 4 erfolgreich abgeschlossen. Phase 5 ist eine Aufgabe für die Freunde von Paketliefermissionen. Auch nicht ganz ungefährlich müsst ihr hier 3 verschiedene Pakete zu einem ganz bestimmten Ort bringen, und zwar der Raumstation in der Nähe des Jump Gates zu Pyro. Das Ganze klingt zwar einfach, aber auch hier könnt ihr auf Gegenwehr durch die Xenosweats stoßen. Entweder auf den Boden in den abgestürzten Schiffen oder auch in der Luft durch Schiffe, die euch dann angreifen. Also nehmt euch hier eventuell auch ein paar Freunde zur Unterstützung mit. And it's gonna be hopefully very difficult. We have a little bit of a respite, not too much when you do phase 5 and you have to do these. Und somit sind wir bei der letzten Phase, Phase 6. Diese wird dem einen oder anderen bekannt vorkommen, denn das war damals unsere ursprüngliche Xenosweat-Event-Phase. Hier müssen Spieler in havarierte Starlifter-Schiffe eindringen, die ebenfalls von Xenosweats bewacht werden, um 3 verschiedene Waren zu bergen. Diese müssen wiederum zu einer Station gebracht werden. Damals war das die Jericho-Station. Während dieser Aktion tobt draußen an den Frachteinheiten ein Weltraumkampf, der wiederum durch andere Spieler bewältigt werden muss. Im finalen Showdown dieser Phase müssen wir nicht nur eine Javelin beschützen, die uns zur Unterstützung kommt, sondern auch eine Idris zerstören, die finale Idris des Xenosweats.
An dieser Stelle wollten die Entwickler nicht mehr spoilern, sie sagten nur noch, bitte entert die Idris. Ja, wir werden dann wahrscheinlich auf die Idris kommen und ich hoffe nur inständig, dass das nicht dringend erforderlich ist, um die Mission abzuschließen. Weil wenn das der Fall ist, dann sehe ich auch ganz persönlich schwarz, dass wir jemals ein F7A Upgrade erhalten, was wir ja mit dem Abschluss dieser Missionsreihe dann bekommen. Denn die war so verbuggt, diese Mission. Naja, okay, ich will nicht zu schwarz malen, vielleicht funktioniert das Ganze ja letztendlich auch. Ja, die Overdrive-Initiative, eine Event-Reihe, die es später natürlich in abgewendeter und verbesserter Form noch öfter geben wird. Ich finde es mega cool, es macht sehr, sehr viel Spaß, mit dem Reststop zusammen diese Events, diese einzelnen Phasen zu spielen und ich freue mich auf jeden Fall schon auf zukünftige weitere Events dieses Teams. Ja, und somit sind wir auch durch mit den Worst News für dieses Wochenende. Viel Inhalt gab es nicht, obwohl wir auch schon wieder bei einer guten halben Stunde gelandet sind. Ich möchte euch auf jeden Fall ein angenehmes Wochenende wünschen. Ich werde jetzt meinen dicken Rucksack packen, denn ich bin für 3 Tage auf Wanderung und Übernachten in der Wildnis unterwegs. Wenn ihr euch dafür interessiert, ihr Lieben, dann schaut mal auf meinem Kanal Feuerabend vorbei. Dort könnt ihr mich nämlich begleiten. Also, bis dahin! Sonniges Wochenende, viel Eis und gute Laune. Macht's gut. Tschüss.